Kacke. Du wärst ganz schön angepinkelt. Oh nein, ich hatte sie schnell. Ah, hinter mir. Ja? Marke habe ich auch. Oh mein Gott, ist das aufregend! Was zum Teufel? Steht nicht beim Controller nicht? Okay, wo ist das Auge? Ja. Oh Gott. Was hier? Oh, nee, mach ich. Nein, ich hab den Marker nicht mehr. Achso, ist den Marker nicht mehr. Heil ist noch den Marker draufgefallen und dann war er weg. Ah, warum muss ich jetzt nachladen? Hinter uns. Okay, da ist ein Marker. Ja, links von der Platte kommt noch einer hoch. Da ist ein Auge. Bitch! Gib mir das Ding. Netzfresse, auch nee. Was macht es? Also du bist blind. Was zum Teufel? Ich mach doch gar nichts. Hat sich's. Nee, das Viech meine ich. Der die Maschine ist. Der Codex ist darin. Ich kann's nicht erreichen. Warten Sie. Ich stelle mich auf die TK-Platte und versuche es rüberzuziehen. Warte auf Partner. Zieh mal, mach mal ich, hier Dings. Ja genau. So, das geht zusammen. Gib mir das! Gib's mir! Reißverschlussverfahren. Ach scheiße, tatsächlich. Nom nom nom. Einmal durch. Oh, du siehst gar nicht gut aus. Ich hab ja auch voll einen abbekommen. Wo ist denn dein Helm? Den hab ich mir ganz cool Move abgerissen. Ja, ich glaube, ich hab meinen noch an. Auf. Okay. Ja, ich hab meinen noch auf. Meiner ist noch. Ich geh mir mal eben schnell das Ding holen. Oh, das ging ja gut. Fuck, Boden weg. Wie bist denn du vor mir da hochgekommen? Mit meinen Superfähigkeiten. Wir benutzen den Codex. Ich bin wie ein Ninja, ich bin überall. Ja. Also kein Scheiß. Alter, ich sehe echt scheiße aus. Oh ja. Dafür hat die Erde wieder eine Zukunft. Wie sie sich so ohne Gegenwehr einfach opfert. Ach, der überlebt doch eh. Nee, du bist tot. Und ich jetzt auch. Du kannst mir nicht erzählen, dass du das überlebt hast. Klar. Ich bin toll. Gut, dass du kein Helm mehr auf hast, Isaac. Ja, ich hab meinen ja auch runtergefahren. Ach, meine Ellie, wo packen dir das Foto immer hin? Ja, du bist da von Monstern aufgeschlitzt und alles und fällst überall runter, aber das Bild ist ganz. Ja. Warum auch nicht? Ich bin ja jetzt nicht wirklich tot. Dann kann es ja gar keinen vierten Teil geben, ist doch scheiße. Doch. Da ist sie, die Olle. Wie die überlebt hat, das frage ich mich immer noch. Ach, die ist von dem Schiff weggeflogen. Nee, denn das Giftgaszeugs. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir die zurückgelassen haben. Ey, die ist doch nochmal in irgendeine Lüftungsschächte reingekrabbelt, die man nicht gesehen hat. Ja, genau. Hättest du mal aufgepasst, was hat die gesagt? Guck dir den Dialog an. Isaac, du bist tot, nicht? Als ob ich dir jetzt noch antworte. Isaac, du hast es geschafft. Hä? Du hast es tatsächlich geschafft. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? Ja, eben. Bist du blöd. Tussi, ey. Koordinaten der Erde bestätigt. Oh.
Und jetzt gibt die Vollgas und auf einmal klebe ich an der Windschutzscheibe. Oder du bist gerade hinten an den Turbinen und wirst dann erstmal gebraten. Ja, oder das? Ellie, nein! Ellie, Ellie! Gleich hab ich's geschafft, Ellie, ich bin gleich bei dir! Nein! Oder knallst echt gegen die Windschutzscheibe. Ja, dann ist wohl Dead Space 4 mit Ellie. Ja. Ich kann ja gar kein Dead Space 4 geben, ist ja jetzt vorbei, ne? Dann gibt's bestimmt das Prequel. Keine Ahnung. Die Origin Story, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Oder vielleicht finden sie jetzt so Halo-Ringe. Und als Ellie gemerkt hat, dass Isaac es geschafft hat, den Marker abzustellen, hat sie sich aufgemacht, die Halo-Ringe zu suchen. Dabei traf sie einen ganz besonderen Mann. Wen? Das seht ihr in Halo. Ja, Dead Space 3. Wir haben es durch. Ja. Sehr gut. Ja, nach dem Mond greifen. Okay. Fand ich jetzt den schwächsten der drei Teile. So vom Gruselfaktor her. Ja, vom Gruselfaktor war der erste eindeutig am besten. Ja, das, ja. Fand ich jetzt. Ja, doch. Okay, kann ich die Credits wegklicken? Ah ja, tatsächlich. Nee, kann ich nicht. Verdammt nochmal. Nein, die müssen wir jetzt antun. Okay. Ja, dann können wir ja mal hier das nächste Angriff nehmen. Ja. Ja, was wollen wir denn machen? Ja, mir ist egal. Entweder, ja, wir haben Castlevania oder Resident Evil 5. Ja. Ja. Was du lieber spielen willst, ich muss mir beides kaufen. Ja gut, mir ist das eigentlich auch ein bisschen egal. Worauf habe ich denn mehr Lust? Eigentlich bin ich jetzt so ein bisschen heiß auf Castlevania. Wir gucken einfach mal gleich, ob es das überhaupt gibt im PSN Store. Jo. Ich weiß es gar nicht. Ich meine aber, dass da schon irgendwo... Ich glaube... Na, wir gucken da einfach mal. Ich guck gleich mal. Okay, die Credits, die dauern jetzt aber sehr, sehr lange, ne? Ja, die gehen noch ein bisschen. Oh, dass die Regeneratoren wieder reingenommen haben, ey. Ja... So für den letzten Teil einfach nochmal alle zusammenpacken, alle. Aber immerhin hier hielten die sich in Grenzen und waren jetzt nicht, Endgegner oder so. Naja, nee, das nicht, aber diesmal waren es ja nicht bloß einer. Im ersten war es immer bloß einer. Hier kamen sie ja gleich mal zu zweit oder zu dritt. Zweimal nur kurz und das meiste Spiel, muss man ja zugeben, waren sie nicht da. War dann jetzt nur am Anfang und jetzt gegen Ende eben nochmal. Und dafür gab es ganz viele Rosettas. Oder Rosetten. Oh ja, Rosettas. Wobei beim zweiten Mal war ja optional, muss man ja auch sagen. Musste man ja nicht machen. Ja, das stimmt. Holt euch einen Raketenwerfer, fetzt da alles weg. Alles. Alles. Ja, wenn du dann noch ein paar Platinen reinhaust. Ja. Machst du alle Matsch. Boom. Boom. Credits! Ja, also, das, die gehen noch ein bisschen. Ach, egal. Ich mach jetzt einfach. Okay, ich bedanke mich bei dir fürs Mitspielen. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich mitspielen durfte und dass wir das gemeinsam machen. Ja. So. Ja, ich bin froh, dass ich es nicht fertig alleine machen musste. Ja, und auch euch danke fürs Zuschauen. Und vielleicht gibt's demnächst irgendwann ein neues Together. Jo, mal sehen, was wir machen. Also zur Auswahl stehen Resident Evil oder das eine Castlevania. Wobei Resistance, das können wir auch machen. Ja, oder Resistance 3. Ja. Lasst euch überraschen. Jo. Punkt. Oh, jetzt sind sie fertig. Ich will eigentlich nur gucken, was ich freigeschalten habe. Nee, sie sind immer noch nicht fertig. Doch, nee. Ach, verdammt. Ah, doch, jetzt. Hä? Wir haben doch schon Danke gesagt.
Ich glaube, du kriegst dann nochmal ein paar Anzüge, so zwei. Zwei, drei Stück. Hallo, die Musik ist aus. Da steht schon Danke dran. Mach mal fertig jetzt. Ich wollte gerade sagen. Jetzt kommt die nächste Mal Musik. Egal, ich mache jetzt aus. Punkt. Guckt sich eh keiner an. Nee, so kann ich, da kann ich ja eine Folge machen, nur mit Credits. 15 ja, Minuten lang. Ist das jetzt nicht? Boah, Visceral Game Studio Management. Boah. Game Lab. Vor allem kannst du kein Schwein lesen. Ich kann sie nicht mehr selber lesen. Oh, das Studio ist ein große Ja, die Namen, die. Ja, das kleine unten drunter, das ist ein bisschen. Ja. House of Moves. Moves. Oh, der Präsident. Wo, was? Das kann ich auch nicht. A-Labels, irgendein Frank irgendwas. Das Face-Team, die haben ein eigenes Face-Team, Junge. Face. In your Face-Team. Haben sie bestimmt bei den ganzen unwichtigen Personen ihre eigenen Gesichter reingeklatscht. Isaac Clarke ist der Typ, der den Müll wegbringt. Der Hausmeister. Der Hausmeister. Verdammt, wir brauchen noch ein Gesicht für den Helden. Hey, du da, mit der Mülltüte in der Hand. Komm mal her. Mach mal. Hier, das haben die in Halo 1, haben sie das gemacht. Haben sich die Entwickler, haben sie die von den Marines, die Gesichtern, das sind ihre. Ja, das ist geil. Das ist sowieso, das würde ich immer machen als Entwickler. Das ist doch voll geil. Entwickelst das ein geiles Spiel und hat der Charakter dann noch dein Gesicht. Super. Ja, da haben sie von den ganzen Teams irgendwie so ein, also nicht das komplette Gesicht, sondern nur so Fragmente und dann zu einem gemeinsamen zusammen gemacht. Nee, das ist scheiße. Nee, du musst einfach, okay, wir haben hier drei Haupthelden, dann eine du und du, ja, die kriegen, also die Hauptentwickler kriegen die Helden kriegen dann ihr Gesicht und alle Nebencharaktere, alle, wo hier in den Credits stehen. Alle. Ja, die ganzen Necromorphs kriegen die Gesichter von denen. Genau. Jeden einzelnen Necromorph, den wir getötet haben, hat jeder. Das wäre doch geil, das ist cool. Das ist super. Würde ich immer machen. Welches Spiel mal entwickelt, kriegt der Hauptheld mein Gesicht. Sehr das ist gut. Geil. Das ist das Beste. Viel besser als einfach nur den Namen am Ende. Alter, jetzt ist mal gut hier. Weißt du, in jedem guten Spiel kannst du das wegklicken. Hier geht's natürlich nicht. Ja, aber ich kann's. Nein, ich kann's langsamer machen. Nicht langsamer machen! Echt? Echt das Vorspulen? Ja. Wie hab ich denn das gerade? Kann ich das wegdrücken? Hier. Oh. Langsamer. Ach, ich kann die schneller machen. Das ist ja cool. Ja, bei mir nicht. Wie machst du die schneller? Ich drück Pfeiltaste nach unten. Echt? Ja. Na komm. Oh, das geht ja jetzt ab. Geht ab wie Zäpfchen. Ja, übel. Ja, Leute, ihr wart voll wichtig und so, ja. Ja. Wir machen das mal. Gott, wir brauchen viel zu viele Charaktere, wenn alle ihr Gesicht im Spiel haben wollen. Naja, gab ja genug Necromorphs. Ja, stimmt. Die ganzen kleinen Babys. Deswegen haben sie die ganzen kleinen Kackdinger reingebaut, die mit einem Schuss sterben, damit sie genug Gesichter verteilen können. Ja. Ah, ich verstehe. Na komm, also wie viele Leute machen denn in so einem scheiß Spiel mit, ey? Ist doch furchtbar. Weiter, komm. Ja, kannst du mal sehen. Ich werde mit dir, irgendwann kommt doch ein vierter Teil. Isaac ist nicht tot. Man hat nicht explizit. Nee, ich meine nach den Credits, da kommt sogar noch ein kleiner Teaser. Ah, okay. Ich meine, da war was. Das ist wie bei Bioshock Infinite, wo nach den Credits noch was kam, was ich aber schon wieder weggemacht habe. Hatte. Ich gar nicht mitbekommen. Hab ich ja nicht. Oh ja, das ist recht. Auch nicht gesehen. Ah! Siehste! Ich hab's gewusst! Bei mir laufen noch die Credits. Also man sieht nichts, man hört bloß einen Funkspruch. Wo er. Ellie? Ellie! Ha! Der ist nicht tot! Ich wusste's! Alter, hallo, es ist Isaac Clarke. Wobei, es gibt ja noch ein Add-on, wo anscheinend die Story noch weiterführt. Okay, wir haben lässig abgeschlossen, alle Spiel-Modi wurden im Hauptmenü freigeschaltet, Let's Plays Legendenanzug-Set und 3 Clip-Platin-Set. Hast du ja. Das war's, das habe ich gerade bekommen, ja. Krass. Achso, wie...
Warte mal. Herunterladbare Inhalte. Mal gucken. Gucken. Nur gucken. Ich weiß jetzt nur auch, dass du den Klassik-Modus kannst jetzt machen. Ich habe auch rausgefunden, wie du den geilen Handschuh kriegst, wo ich erzählt habe. Okay. Ja, der tötet alles mit einem Schuss, aber den kriegst du nur, wenn du Klassik auf nochmal durchspielst. Okay. Hier, guck mal. Es gibt Awakened. Da steht dran. Stimmt. Auf Tau Voltani steht Isaac Clarke und John Carver ein beängstigendes Abenteuer bevor. Der Wahnsinn ergreift von ihnen Besitz und sie trauen weder ihren Augen noch dem jeweils anderen. Ihre Reise führt sie zu Terra Nova, die nun von einem sadistischen Unitologenkult bevölkert ist. Der Horror geht im düsteren Kapitel der Dead Space Saga weiter. Wissenschaft, was ist ein Invader? Menschenzähl verursacht eine präzise... Achso, das ist nur eine Waffe. Erstkontaktpack. Tundra-Aufklärung, Scharfschützen, bla bla bla. Persönlichkeitspack für Bots. Für was mal alles... Alter, das kostet alles 5 Euro. Oh, das gibt's gratis. Den Online-Pass. Ne, den hab ich schon. Ja. Wir haben ja auch den Erstkontakt-Pack, das haben wir ja auch schon gekriegt, weil wir ja diese... Ja, stimmt. Special-Pack, weil da gibt's ja den... Das müssen wir auch nochmal machen, irgendwann. Was? Awakened. Okay. Das kostet 10 Euro. Ja, das ist scheiße. Das gibt's auch nur im PlayStation Store. Egal. So, jetzt muss ich wirklich beenden. Oh, Marugör-Pack. Ja, wir sehen uns beim nächsten Projekt und ich sag tschüss. Jo, ich auch. Bis denn. Jo, hau raus. Ciao.